Und das aber ein Beize Dust heißt ja so viel wie und wieder beißt einer ins Gras. Und dieses Stück will uns an unsere Endlichkeit erinnern, aber nicht im Sinne von Trauer, von Depression, sondern das Stück will uns daran erinnern, was aus unserem Leben zu machen. Und ich möchte Sie jetzt in den nächsten Minuten motivieren, auch auf diese Herzenswünsche zu achten, trotz oder gerade wegen Corona. Aber es ist nicht gut, wenn diese normale negative Reaktion sich zu einer Stimmung, zu einer Geisteshaltung verfestigt. Und das meine ich mit positivem Denken. Und als mein Sohn Janis 5 Jahre alt war, habe ich mit ihm zum ersten Mal die erste größere Radtour gemacht. Und dann ging es irgendwann natürlich steil bergauf. Und als wir eine ganze Weile bergauf gefahren waren, fing der Janis an zu schimpfen und zu fluchen. Dann habe ich angehalten, weil mir das zu bunt wurde, habe mich vor sein Lenkrad gestellt, ihm tief in die Augen geschaut und gesagt: Du, Janis, hast du schon mal was vom positiven Denken gehört? Sagt er zu mir: Du, Papa, hast du schon mal was von Scheißbergen gehört? Stellen Sie sich das so vor, Sie haben einen großen Container. Und alles, was man Ihnen sagt, was geht, was nicht geht, kommt in diesen Container. Wenn Ihnen jemand sagt, kannst du nicht machen, kommt in den Container. Wenn jemand sagt, geht nicht, kommt in den Container. Wenn Sie jemand kritisiert, kommt in den Container. Wenn Sie schlechte Nachrichten hören, jetzt die ganzen Corona-Nachrichten, kommt alles in den Container. Und je nachdem, was Sie in den Container hineinlassen, ist das eine verdammte Mülltonne oder eine Schatztruhe. Und es ist wichtig, darauf zu achten, was in den Container kommt, weil, wenn Sie einen Gedanken bilden, passiert Folgendes. Sie erleben etwas, Ihr Gehirn schaut in den Container und guckt, ist da was Ähnliches drin und holt das heraus. Das heißt, alles, was Sie heute denken, beruht auf alten, vergangenen Kram und kommt aus diesem Container. Glauben Sie nicht, suchen Sie. Glaube heißt, Sie nehmen etwas als wahr an, von dem Sie nicht wissen, ob es wahr ist. Das ist starr, das ist unbeweglich. Suchen heißt, Sie akzeptieren, dass Sie es nicht wissen und bleiben beweglich, bleiben offen. Also weniger glauben, mehr suchen. Ich vermute, Ihre negative Stimmung hat sich eher verstärkt. Liebe Gäste, wir denken den ganzen Tag, das lässt sich nicht unterbinden. Und was meinen Sie, wie viel Prozent Ihrer Gedanken, unserer Gedanken, die wir denken, negativ sind? Ich sage es Ihnen, 2/3 unserer Gedanken sind negativ. Und ich möchte Ihnen musikalisch jetzt zeigen, was passiert, wenn Sie zu viele negative Dinge in diesen Container lassen. Denn in der Musik gibt es genau wie im Leben positive Energie und negative. Die positive ist die Harmonie, die negative die Disharmonie. Und hören Sie mal, was passiert, wenn eine Harmonie von Disharmonien gestört wird. Wolkenloser Himmel, strahlender Sonnenschein. Es bewölkt sich leicht. Nieselregen setzt ein. Und die einzige Möglichkeit, liebe Gäste, liebe Ratsfrauen und liebe Ratsherren, diese Harmonie zu retten, ist, eine Disharmonie nach der anderen zu entfernen. Und das mache ich jetzt. Strahlender Sonnenschein, alles wieder gut. Und genau wie ich gerade eine Disharmonie nach der anderen entfernt habe, machen Sie das in Ihrem Leben. Schmeißen Sie die negativen Sachen raus. Da jetzt noch ein paar Stichworte zu Corona. Natürlich ist das schlimm. Ich gehöre weder zu Corona-Leugnern noch zu Leuten, die das leicht nehmen. Ganz im Gegenteil. Mich hat das geschäftlich auch schwer getroffen. Aber berieseln Sie sich nicht nur mit diesen negativen Nachrichten. Ihr Container ist voll stinkender Müll. Packen Sie da gute Sachen rein. Ich gucke zum Beispiel überhaupt keine Nachrichten und überhaupt kein Fernsehen seit 15 Jahren, weil ich keine Lust auf diese negativen Dinge habe. Umgeben Sie sich mit positiven Menschen, die Mut machen, so wie ich Herrn Ruck kennengelernt habe,
Der sagt, es muss ein Ruck durch die Gemeinde gehen und wir müssen was Positives machen. Wir Menschen sind nicht in der Lage, zwei Gedanken gleichzeitig zu denken. Das heißt, wenn Sie positive Musik hören, Powermusik, können Sie nicht negativ denken. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss mit Ihnen kurz zelebrieren quasi. Toller Tag heute. Schönes Wetter, es riecht nach Frühling. Ich bin ein toller Mensch. Ich bin wunderbar. Und ich gehe jetzt raus in die Welt und mache die Welt wieder ein Stückchen besser.